Herzlich willkommen zurück, meine Freunde. Heute machen wir uns an das allererste Irrschloss auf dieser gesamten Karte heran. Doch davor legen wir noch einen Schrein, welcher sich auf der großen Eisfläche davor befindet. Werden wir in diesem großen, eisigen, gefährlichen und verwirrenden Gefängnis zurechtkommen? Es wird auf jeden Fall kein Zucker schlecken. Lasst mir ein Like dafür, den schnellen Frühsupport und ein Abo. Und nun viel Spaß im Video. Herzlich willkommen, meine Freunde, zurück zum nächsten Part, The Legend of Zelda Breath of the Wild. Wir befinden uns immer noch im kalten Schneegebiet von Hebra, doch sind kurz vor der Veränderung. Nun haben wir uns schon, ja, hier, man kann sagen, in Osten begeben, wo das große, leere Schneefeld ist. Im letzten Part haben wir nämlich ein anderes Schneefeld, und zwar das Tsutsukiki-Schneefeld erkundet. Wir haben den, ja, den Schneemann auch schon gehabt, wir haben uns hier gründlich umgeschaut, sind hier diesen Weg entlang gelaufen, noch den oder anderen Krog entdeckt und gesehen, was hier drin so abgeht. Und sind nun hierher geflogen. Der Part wird etwas kürzer. Der heutige Part wird dafür wieder etwas länger werden, wie ihr es kennt. 25 bis 30 Minuten lang. Wir sind hierher geflogen und sind nun an einem weiteren Schrein dran. Wie im letzten Part haben wir ja auch an einem Schrein begonnen. Wobei, das kann schon zwei Parts sein. Auf jeden Fall habe ich von dem Part auch, vor einzelnen Parts auch angefangen, vor einem Schrein. Und habe das Ganze nur noch bei einem weiteren Schrein beendet. Um nun, jetzt in dem neuen Part, den wir heute bestreiten, vor einem weiteren Schrein anfangen zu können. Ja, moin, den Schrein werden wir jetzt auch anfassen müssen, um hier reinzukommen. Das stimmt, Link. Wir gehen auf jeden Fall rein. Dieser Schrein befindet sich wirklich im blanken, großen Schneefeld. Da vorne ist ein weißer oder schwarzer Leune. Den haben wir schon mal fotografiert, das letzte Mal, oder zumindest. Ja, ein weißer Leune ist das. Von dem haben wir schon ein Foto gemacht. Ich glaube, das war nicht das Foto, was wir jetzt von ihm hier gemacht hatten. Da haben wir mal einen anderen gesehen. Auf jeden Fall ist der uns nicht unbekannt. Natürlich auch generell nicht, weil ich auch andere Dateien laufen habe. Und da habe ich auch schon mal gegen die gekämpft. Hier traue ich es noch nicht zu, vor allem nicht im Schneegebiet ohne passende Rüstung. Wir gehen einfach rein und gucken, was wir jetzt zu erledigen haben. Ich ahne, nee, das ist nicht so. Ich sage gerade von außen schon so aus, als wäre das eine Kampfprüfung gewesen. Mit der können wir was gut anfangen, mit unseren Eisgroßschwert, was sogar doppelte Haltbarkeit hat, stimmt, ja. Und unseren Feuersachen. Wir müssen aber aufpassen, habe ich jetzt schon das andere drin. Ich habe noch das aktuelle drin. Dann werde ich jetzt mal für die Situation natürlich zu etwas anderem wechseln hier. Zu irgendeinem Schwert. Wir haben auch einige Königssachen schon gefarmt. Langsam kommen wir nämlich so lange schon in diese Richtung, wo wir Königssachen bekommen. Da würde ich mich auch im Permadeathron drüber freuen. Aber momentan ist da eher eine seltene Sache. Kümmern wir uns in den Schrein. Aber ich glaube, den werde ich auch im Permadeathron machen, weil der wirklich sehr einfach zu erreichen ist. Klar muss man auf den Leunen aufpassen, aber der wird ja wohl nicht so unfair sein. Okay. Was verlangt der Schrein von uns? Wie heißt der? Stopp und Start. Okay. Also müssen wir das Ding nach oben ziehen und dann stoppen. Kann man das mit Stasis auch festhalten? Geht auch. Okay, dann ist das ja kein Problem. Ich werde nur ganz kurz gucken, dass wir das Ding so platzieren, dass wir vielleicht beide Kisten auf einmal bekommen können. Weil hier können wir hinfliegen. Oder? Ja, hier können wir hinfliegen. Es ist zwar ein bisschen komisch gemacht, aber ob wir das machen sollen, weiß ich auch nicht. Aber auf jeden Fall, gerade darüber geredet, schon wieder einzukommen. Königsschwerter. Aber um jeden Preis mitnehmen, das Teil hier ist wahrscheinlich etwas benutzt, aber es war da vorne. Also ich gehe davon aus, dass die Waffen, die bei da vorne liegen, auch schon häufiger benutzt habe, weil ich die halt beim Scrollen direkt ausgewählt habe hier. Weil es tut sich hinten einordnen, oder? Ne, es ist wieder vorne, okay. Dieser lange Ritterschwert für deine Dienste, auch wenn du noch nicht viel angegriffen hast, freut es mich, dass ich dich anhand eines Königsschwertes abgeben darf. Ich glaube, das ist eine Ehre für dich, so ausgetauscht zu werden. Wie gesagt, wir haben diesen Schrein nun vorzumachen und wollen natürlich den Weg zum Irrschloss kommen. Ja, aber wir machen sogar das Irrschloss, bevor wir diesen Berg hier gemacht haben. Einfach, damit wir diesen schönen Weg haben und wir heute was schaffen können. Ich will heute mit dem Irrschloss schon anfangen, also habe ich einige Pläne. Hoffentlich seid ihr gespannt darauf. Dann passiert hier mal wieder etwas. Aber natürlich ist es halt ein Spiel, wo halt auch, ja, viele kleinere Sachen gemacht werden müssen. Das ist normal. So, das ist keine große Sache eigentlich. Also, das Teil zu kommen ist wirklich keine große Sache. Oh mein Gott. Natürlich hätte man das vielleicht besser machen sollen. Warte mal, beschreiben wir es nochmal ganz, ganz fix. Dann sparen wir uns ein bisschen was am Timer. Weil je früher das wieder einziehen lässt, desto besser. Wir springen von hier und nicht von da oben. Dann ist der Sprung etwas machbarer. Wir lassen das. Das ist ja keine große Sache. Gerade nochmal das gleiche machen wir gerade eben. Nach oben schicken das Teil. Stasis wechseln. Zack, einfrieren. Und da drauf fliegen. So kann man es machen. Ich denke mal, man muss das mit Stasis machen. Sonst würde der ja nicht stopp im Schrein stehen. Das mussten wir auch erledigen für den, fürs Abschließen dieses Schreins. Jetzt haben wir schon eine Kisten. Sehr gut. Da können wir noch nach ganz oben kommen. Was hätten wir denn da noch machen können? Ich gehe mal ganz, ganz kurz nach oben. Weil wir haben alle Kisten mitgenommen. Aber da ganz oben ist sogar noch eine Plattform. Also auch diesen Schrein habe ich wieder auf eine andere Art und Weise gemacht, wie man ihn hätte machen sollen. Genau wie den Schrein davor. Da habe ich auch in den Kommentaren gehört, dass ich das ganz anders hätte machen sollen. Aber der letzte Schrein war sehr, sehr verwirrend. Der hier im Vergleich ist recht simpel in der Aufgabe, die ich erledigen soll. Was ich hier wirklich machen muss, weiß ich nicht. Aber ich glaube, man muss diesen Klotz hier nach oben ziehen, dass er von dieser Plattform festgehalten wird. Und dann die Plattform vielleicht einfrieren. Was weiß ich, es gibt mehrere Taktiken, das hier abzuschließen. Ob man jetzt den Klotz festhält oder ob man da oben irgendwas macht.
spielt keine Rolle. Wir haben alle Kisten, wir haben den Schlüssel und können somit mehr Zeit für den Weg zum Irrschloss investieren. Wir sollten uns darüber freuen. Der hat ziemlich viel Gold am Körper gehabt, oder? Also, das kam es gerade so rüber. Wir werden mal ganz, ganz kurz warten. Ich würde den mal gerne von Namen angucken, den Typen. Ja, der hat ziemlich viel Gold in der Hand. Krass. Okay. So ein paar Goldketten, so ein paar Gold. Entweder hat er das an den Händen dran oder an den Rippen. Nee, das ist eine Kette, eine ganz große. Der hat auf jeden Fall, so wie er auch da sitzt, ordentlich gut gelebt, ja. Ich weiß ja nicht genau, wie die Meister hier reinkommen sind. Ob die sich da wirklich reingesetzt haben und hier in ihren Schreinen gelebt haben. Ich glaube nicht. Ich glaube wirklich, die sind gestorben im Krieg oder durch irgendwas anderes wurden in diese Schreine gebracht, um darüber zu hüten nochmal. Oder die haben selber diesen Schrein aufgebaut und haben sich dann halt ihre Leiche da reingelegt. Aber ich glaube nicht, dass die hier gestorben sind. Geschweige denn da irgendwie dauerhaft lebten. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass man an solchen Orten leben kann. Und man bedenkt, dass einige mit so einem komischen Nanowächter leben müssen. Wir sollten vorsichtig sein. Unsere nächste Mission ist nun jetzt das Irrschloss. Wir sind auf dem Weg direkt dorthin. Ich sehe aber gerade keine großen Möglichkeiten, im Irrschloss mich zu verlaufen. Wobei doch, es gibt Wege. Es gibt Wege, okay. Das sollen ja, wie gesagt, so den Labyrinthe sein. Es ist sehr riskant, das Hebra-Gebiet vor dem Orni-Gebiet zu machen, weil du ja im Orni-Gebiet eine Ausrüstung bekommst, die uns nicht nur wie das Winterwams einen einfachen Schuss gibt, sondern einen doppelten Schutz gibt. Und diesen brauchen wir eben. So wie diese Keule, die wir auch haben. Da habe ich gerade keine Feinde mehr. Vorsicht, Kumpel, mit dem kannst du einen ernsthaft verletzen. Beruhig dich. Das ist der Snipe. Ich nehme die gerne mit, wenn ich darf. Die Knochenmob-Keule. Die hält mehr aus als unser Feuerkruschel, aber wir brauchen es einfach noch, weil es unsere letzte Energiequelle ist. Das ist es halt. Wir brauchen es. Und wir haben alles andere auch gut dabei. Es ist schwierig. Ich würde gerne wirklich diesen Schaden haben wollen. Aber da müssten wir darauf aufpassen, dass wir mit diesem letzten Teil wirklich nicht kämpfen. Wenn wir das jetzt aufgeben. Und ich möchte es eigentlich nicht aufgeben. Haben wir schon ein Foto davon gemacht wenigstens. Ja, ist getan. Dann nehmen wir die Materialien wenigstens mit. Nee. Ich bleibe da treu. Ich möchte zur Absicherung noch ein weiteres Schwert übrig haben. Sollte man es nochmal irgendwann aus Versehen verschwenden, dann haben wir immerhin noch was. Und das letzte Schwert möchte ich auf jeden Fall mit dem vollen Leben behalten. Die Knochen-Mob-Keulen, wie ihr seht, spawnen ja ganz einfach, wenn man aus diesen komischen Stahlgegnern. Klar, die werden auch, die entwickeln sich auch weiter. Klar, die haben noch nur ein Leben weiterhin, wobei Moblins zwei Leben haben. Wo ich ja schon mal erklärt, dass die irgendwie zwei Hits tanken, egal wie viel Schaden du gegen die machst. Was ich auch ziemlich krass finde, du setzt die Bombe ein, aber das weiß ich nicht ganz genau, ob die alles wegtanken. Aber auf jeden Fall, die Knochengegner, auch wenn die von ihrer Grundstärke und ihrem Schaden gleich bleiben, die Waffen, die sie haben, die verbessern sich, wie eben diese Knochenmob-Keule. Du würdest am Anfang niemals einem Stahl-Mob begegnen, der so einen Teil in der Hand hat, weil das, glaube ich, die stärkste Mob-Keule ist, die Knochenmob-Keule. Und, die macht über 40 Schaden. Die ist also stärker oder ähnlich stark wie unsere Königs-Zweihänder. Ja, ein bisschen, ich glaube, so 6 Leben Unterschied. Oh, guck mal, hier ist ein Krog hier oben drauf. Schön, das kann man sogar alles hier wunderbar erkennen. Das habe ich auch gemacht, als ich noch privat gespielt hatte. Da habe ich auch immer ganz genau geguckt, wo die Steinkreise sind. Weil die Steinkreise konntest du auf der Karte immer schon erkennen. So andere Krogs etwas weniger. Da kannst du halt nur markante Punkte finden, aber nicht wirklich auf der Karte direkt eine Einzeichnung entdecken von den Krogs. Das war ziemlich einfach. Die Steinmündung hat uns ja gezeigt, dass wir auf jeden Fall nach links laufen mussten gerade eben. Und da war ja der Stein auch schon drinne. Das nicht nur ein schönes Kunstwerk, was eine Blume bilden sollte. Nein, das sollen drei kleine Kreischen werden. Dir noch viel Spaß hier. Du hast hier ein bisschen größeren Luxus. Du hast lieber auf was Kleineres gebaut, als ob da noch weitere Leune ist. Hier sind einfach zwei Leunen in dem Gebiet. Voll krank. Der hat eine Lanze dabei. Eine Chimärenlanze. Ist das, glaube ich. Die Weißen haben auch schon sowas in der Hand. Ja, wir fordern keinen heraus. Wir können mal, wir werden auf jeden Fall irgendwann mal bald in naher Zukunft, wenn wir mehr Rüstung haben und die ganzen Königsdinger verwenden wollen, können wir mal einen herausholen. Ich habe schon lange gegen keinen mehr gespielt. Das ist vielleicht auch vorteilhaft, mal wieder das Timing drauf zu haben gegen die Leunen für den Permadeath Run. Falls wir mal einen besiegen müssen. Da hinten ist Eltra. Den haben wir schon fotografiert, glaube ich. Genau. Brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Der fliegt hier also in der Nähe durch den Tod. Also, er fliegt wahrscheinlich den Todesberg entlang. Ist ja noch recht weit weg und das ist auf jeden Fall. Macht Sinn, dass der Todesberg ist ja da hier direkt vor uns. Man kann ihn nur gerade nicht sehen. Warum kann man ihn nicht sehen eigentlich? Ist das so, nur so lieblich schon oder ist verdeckt uns über die Sicht? Bis auf den Nebel. Heftig. So, wir müssen aufpassen. Jetzt sogar rote Augen. Heftig. Also, die greifen uns normalerweise nicht an. Ich habe mitbekommen, dass die einen im Permadeath Run, also Permadeath ist falsch, dass die einen im Mars wo direkt angreifen und nicht stillstehen. Ich weiß aber nicht, ob das so ist. Oder ob das nur bei dem Leunen ist, der ganz am Anfang auf der Insel ist. Kennt ihr ja bestimmt. Der ist auch so ein weißer Leune. Also, der ist ja auch auf der Anfangsinsel schon als Troll. Damit so einer Chimärenkeule. Der euch wundert in jeglicher Hinsicht. Also auf keinen Fall angreifen. Wir können den nicht besiegen normalerweise. Es sei denn, ihr habt wirklich Spaß dran, um 1000 Versuche zu starten und alle Waffen zusammen zu sparen, die ihr haben könnt. Also es lohnt sich nicht. Oh. Oh, das erste Mal. Oh, macht dich ab. Ganz ehrlich, macht dich ab. Vorsicht, immerhin können wir die im Vergleich zu unseren können wir die Eisgegner im Vergleich frieren da nicht direkt ein, wie bei den Elektrogegnern, die wir berühren mit einer Eisenwaffe. Da kriegen wir hier direkt Schaden reingedrückt. Ja, moin. Ritterbogen hat er am Start. Haben wir das denn für Bögen? Haben wir schlechtere Bögen als Ritterbögen?
Wir haben Königsbögen, einen Bogen mit viel Aushalteverfahren. Nö. Wobei, ja, ich könnte den Bogen vielleicht, ach komm, nee, spar dir das. Ich sammle die Pfeile auf. Ja, moin. Jetzt wird direkt getroffen. Ich hätte trotzdem außer Gefecht setzen müssen, das ist klar. Aber ich brauche, okay, jetzt ist er eh schon kurz am Zerbrechen. Kriegen wir den Bogen noch? Liegt der danach am Boden? Perfekt. Wusste ich, dass wir den schon so lange benutzt haben. Dann lohnt es sich. Ich dachte nämlich gerade, dass wir den Bogen erst eine Weile, ja, benutzt haben schon. Schön, dass wir den jetzt haben. Cool zu wissen ist das, also es kommt eher selten vor. Ich habe die bis jetzt ganz, ganz selten gesehen. Das ist das Stahlpferd. Das, also, dass auch Knochengegner einen auf Pferden reiten können, ist ziemlich beeindruckend. Haben wir eigentlich generell schon den Typen fotografiert? Ja, den Bobbin haben wir schon fotografiert. Okay, guck mal, auf dich muss ich leider ausschalten. Ich habe leider keine normalen Pfeile mehr. Doch, jetzt habe ich wieder welche. Ja, bleib stehen. Schieß mir dich runter. Die hören sich echt cool an, oder? Was ist denn, wenn ich dich besiege? Krieg ich denn irgendwas von dir? Wenigstens Pfeile? Ich glaube, das droppen wir nicht. Leider, also lohnt sich doch nicht, die anzugreifen. Aber da sieht man es mal. Stahlpferde. Eine ganz besondere Art der Pferde. Auch eine Knochenpferde halt. Sollten wir auf jeden Fall. Wo ist das hin? Ja, moin, die sind einfach weggerannt. Können wir auch reiten, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Die sind was ganz Besonderes, diese Pferde. Die kommen ganz selten vor. Ich habe die bis jetzt noch, fast noch nie gesehen. Klar, man ist nicht immer nachts draußen. Und dann auch noch auf dem Weg, wo halt solche Gegner spawnen können, solche Pferdgegner. Aber ich glaube, dass die nicht jedes Mal spawnen, sondern erst weiter weg, weil die hat einen starken Bogen in der Hand gehabt. Also die Knochen sind jetzt nicht zu unterschätzen. Das sind wie Glaskanonen. Die halten nichts aus, aber können so extremen Schaden drauf haben. Der hat auch wieder einen Ritterbogen zum Beispiel in der Hand und hat uns einiges an Schaden gemacht. Weiterer Stahlgegner. Wir gehen einfach rein. Wir haben vor nichts uns zu fürchten. Wenn wir es erkundet haben, gehen wir noch hier in die Ecke. Da ist noch ein einzelner Baum. Den markiere ich schon mal direkt. Dann vergesse ich den noch und dann geht es für uns hoch zum Berg. Der Chuglano-Berg ist nämlich, ist das hier einmal richtig? Ja. Da waren wir, glaube ich, sogar schon mal. Aber wir gehen trotzdem nochmal hin, um zu gucken, ob wir da wirklich waren. Bis dato gehen wir nun ins erste Labyrinth. Wer auf diesen Klippen weilt, bekommt eine Prüfung zugeteilt. Wer das Labyrinth durchquert, dem wird Glück und Segen gewährt. Geben wir uns das Bestes. Ein eiskaltes Labyrinth. Auch die Knochengegner dürfen passieren. Werden der Prüfung also ebenfalls unterzogen. Aber ich glaube, die schaffen das nicht, weil die nur hinter mir her sind. Deren einzige Prüfung ist es, uns unseren Kopf dem Ganondorf zu bringen. Und der Verheerung von Ganondorf zu bringen. Wir müssen ganz genau aufpassen. Also, wie weit verfolgen die uns bitte? Jetzt, haben die jetzt aufgegeben bitte? Kommt er noch hierher? Okay, er rastet irgendwie aus. Aber ich glaube, die ziehen sich zurück. Super. Die ziehen sich zurück. Gerade so den Gang entlang. Wir konnten nirgendwo anders lang gehen. Wir müssen uns jetzt genau gucken, was wir machen müssen. Hier ist unser Hauptziel. Es gibt in jedem Labyrinth einen Teil der Barbarenrüstung. Wir können auch hier wieder nach oben klettern, um halt verschiedenste Punkte zu erreichen. Wir werden das Labyrinth aber normal machen. Momentan kommen wir hier nicht weiter. Ich sehe gerade keine Möglichkeit, das Auge zu treffen. Von hier. Das muss auf der anderen Seite sein. Können wir das wirklich pfeifen? Habe ich das auch jetzt gehört? Ne, das hört, das spielt nicht mehr drauf an. Ja, moin. Also hier ist auf jeden Fall ein Auge. Was, sonst könnten wir es ja nicht ohne Grund. Oder das ist wirklich nur die Masse. Also dürfen wir da nicht lang gehen, weil das macht sehr viel Schaden. Wir könnten durchgehen. Wir können da auch durchfliegen eigentlich, bevor ich jetzt irgendwas Dummes mache. Ja, ist alles ziemlich zu. Ich glaube, da kann man nicht durch. Oder soll man zumindest nicht durch. Wir laufen den normalen Weg. Wir müssen irgendwie. Ich glaube, das ist der Weg. Das ist der einzige Weg hier. Wir müssen jetzt also nur drumherum laufen. Okay, wie kommen wir hierher? Indem wir hier anknüpfen. Ja, es ist nicht wirklich schwer. Ich würde gerne, um ehrlich zu sein, alle Kisten machen wollen. Aber ich würde zuerst zum Schrein gehen wollen. Den Schrein klären wollen. Und dann nochmal die Kisten abklamüsern wollen. Das schneide ich euch aber zusammen. Wo die ganzen Kisten hier sind. Ich glaube, das geht über den Tunnel. Ich kann mir momentan nur vorstellen, dass es über den Tunnel funktioniert. Hier. Recht gut. Nun geht es hier runter. In die Ecke. Keine große Sache, hier weiter zu kommen. Ich glaube, das ist der Tunnel. Das ist die einzige Verbindungsmöglichkeit, die zum Schrein führt. Und ansonsten gibt es irgend so einen geheimen Untergrund. Wir lassen uns auch nicht ablenken. Labyrinthe sind dazu da, um einen zu verwirren. Und das soll ja nicht passieren. Wir können ja generell jetzt, bevor wir jetzt hier... Also wir können ja generell schon mal den Sensor verwenden. Haben wir bei ihr? Ja, bei ihr, also hier auf der Datei haben wir es schon gemacht, weil ich wusste das letzte Mal nicht. Oh, nee, anderes Suchobjekt suchen. Bitte, haben wir eine Kiste mal fotografiert irgendwann, bitte. Das muss doch mal irgendwann getan haben. Weil im Permadeath haben wir eben noch nicht das Upgrade uns geholt. Deswegen habe ich jetzt einige Probleme. Ja, das ist die einzige Schatz ist eine Schatztruhe, die ich vor Ewigkeiten mal fotografiert hatte. Dann werden wir es danach suchen. Weil hier gibt es ordentlich Kisten. So viel ist sicher. Wir laufen jetzt erstmal... Ja, letzte Station dorthin. Let's go. Momentan sieht alles total stabil aus. Ich glaube, hier ist die Kiste. Ja. Da oben könnte auf seiner Seite sein oder auf der anderen Seite. Wir werden, wie gesagt, von oben einfach runterfliegen und die Kisten scannen. Genau vor uns ist eine. Sind wir hier richtig auf dem richtigen Weg? Ja. Hier kann man aber nicht wirklich viel falsch machen, weil das eine komplette Sackgasse ist. Also können wir uns hier ganz kurz mal umgucken und die Kiste gegebenenfalls mitnehmen. Sollte sich eine befinden irgendwo. Hier ist keine. Das Labyrinth ist auf jeden Fall sehr, sehr schön aufgebaut. Haben wir hier eine, ist die Frage. Nein, haben wir nicht. Hier ist einfach gar nichts. Keine Kiste. Kein gar nichts. Hier ist es jetzt wieder der normale Weg. Ja. Gut.
Dann gehen wir weiter. Okay, Exalfos sind hier zu sehen. Hat mich gerade erkennen können. Gut, dann besiegen wir dich jetzt manuell ganz, ganz fix. Wir frieren dich ein. Oh, sehr schön. Dann komm jetzt ran. Königsfan daher. Machen übel viel Schaden. Wieder einfrieren, bevor wir jetzt zu viel Schaden bekommen. Durch Frostschaden und einen weiteren hinter reindrücken. Nur mit irgendeiner anderen Waffe. Ja, mit der Ritterhellebarde. Das müsste ihn auch töten. Oder zumindest so gut wie es geht. Da war es schon gewesen. Und schon geht's zurück. Keinen Schaden bekommen und ihn in Rekordzeit besiegt. Unsere Eislanze benutzen wir zuerst. Danach gehen wir auf unser Haltbarkeitsgroßschwert. Klar. Gut. Das scheint vielversprechend auszusehen. Ist hier noch in der Ecke eine Kiste? Hä? Ach, hier ist ein kleines Lager. Kann man in die Ecke hier rein eigentlich? Ja, kann man. Aber was ist dahinter? Kann man das irgendwie kaputt werfen? Ist das schon Mord? Ja, ist es. Schön. Holzpfeile gibt es hier noch. Ein richtiges Lager kann man hier finden. Momentan gibt es nur gewissenhaft Schnee in dem Labyrinth. Es ist nicht Dauerschnee. Wir sind nicht zu weit, wir sind noch nicht so oben, dass es dann dauerhaft schneit. Hier sind auf jeden Fall Gegner. Das heißt, wir kommen auf jeden Fall den Weg näher. Gut, wir sind jetzt eigentlich schon da. Ja, wir müssen jetzt hier rein. Ist das der Schrein schon hier? Ne, ist es nicht. Aber ordentlich Pfeile gibt es hier. Die sammeln wir alle ein. Und was ist das hier? Ah, Meteorstab. Schön. Waffe antiker Zauberer, die drei Feuerkugeln auf einmal erzeugen kann. Ist seine Feuermagie aufgebaut, zerstört er sich selbst. Leider habe ich dafür keinen Platz. Wobei, jetzt könnten. Doch, das können wir eigentlich benutzen. Ja, das ist besser. Also, ich weiß nicht, wärmt er uns auch? Der wärmt uns auch. Das Großschild hält nicht mehr viel aus. Deswegen, machen wir noch ein letztes Foto. Und ich gebe den Großschild auch einfach mal die Ehre, in dem Labyrinth zu verweilen. Wir werden uns jetzt darum kümmern, andere zu besiegen. Die kommen jetzt alle her. Wir werden die alle versuchen, so gut es geht, aufzuhalten. Du kommst zuerst dran. Erstmal ausweichen. Hat nicht funktioniert, aber wir konnten das kontern. Komm auf zu schielen. Sehr gut, perfekt. Und jetzt kommt es wieder. Machen wir dann genau das gleiche, oder? Warte mal. Boom! Oh, sehr viel Schaden. Immerhin regenerieren die ihre Leben nicht mehr. Brennen. Das funktioniert. Hat funktioniert. Nochmal ein weiterer Angriff. Er hat es gut abgewehrt. Ja, moin. Wieder, zack. Und Hellebarde hinterher. Die snipe ich. Das One-Shot, perfekt. Und so muss das laufen. So, wieder so mit Meteorstab wechseln. Ich weiß nicht, wie viel der aushält, aber ich glaube, der hält ein bisschen mehr aus als andere Sachen. Die haben Verzauberungen drauf, beide. Ich guck mal nach dem Duo-Exile-Bogen, wie viel Schaden der mehr macht, wenn er Schaden, wenn er überhaupt Schaden boost hat. Ja, er hat Angriffskraft plus 3. Das brauchen wir nicht. Da nehmen wir lieber den Trio mit für 36 Schaden. Wie sieht es bei dem starken Saalschild aus? Den finde ich ziemlich cool. Warte mal. Was soll ich euch machen, WTF? Was macht er denn da? Rast ruhig mehr aus. Alter, wie viel Schaden wir machen, wenn wir ihn einfrieren. Allein da. Ja, moin in der Luft. Okay, komm. Komm. Den goldenen Donner! Hat die funktioniert, scheiße. Komm nochmal. Boom. Jawohl. Oh, hat ihn direkt geholt. Aber nicht mehr Schaden, wenn man, glaube ich, einen Sprungangriff macht. Schön. Das gefällt mir, das Labyrinth. Kleine Kampfpassagen. Die anscheinend was verteidigt hier in der Ecke. Eine Kiste. Die haben auch Pfeile gedroppt. 10 Pfeile. Wunderbar. Und einen Steigseilbogen. Auch den brauchen wir. Die sind auch sehr, sehr stark. Dann machen wir jetzt dafür den Waldbogen. Der ist einfach nicht mehr stark genug. Wobei, wenn wir mehrere Pfeile treffen, schon. Aber ansonsten. So 20 Schaden auf Haltbarkeit ist schon echt geil, aber halt eine einfache Haltbarkeit. Und der Steigseilbogen hält auch mehr aus. Aber ich weiß nicht, wann wir das brauchen. Da kommen wir. Ach, es ist schwierig. Wir haben ihn erst uns geholt, wir haben ihn noch nicht benutzt, wirklich. Aber so eine Steigseilbogen brauchen wir. Und Ritterbögen sind auch sehr, sehr schön. Königsbögen natürlich besser, aber davon haben wir noch nicht so viele bekommen. Machen wir den Waldbogen weg. Haben wir ein Foto gemacht von dem schon? Ansonsten wird es wenigstens das jetzt. Ja, guck mal. Also der Steigseilbogen wurde noch nicht fotografiert. Der Waldbogen liegt direkt drauf. Wie sieht es bei dem aus? Schon fotografiert. Auch der hat jetzt die Ehre, hier zu bleiben. In diesem schönen Ort. Zu verweilen. Das ist alles für die Kiste hier. Was bringt diese Kiste, ist die Frage. Was ist da drin? Ein Mushin-Großschwert. Oh mein Gott. Dieses zweischneidige Schwert fertigten Shika-Schmiede speziell für die Soldaten Hywels, denen die einseitig geschliffenen Shika-Kurzschwerter allzu fremd waren, an. Wow. Okay. Das ist ein sehr starkes Schwert. Da will ich sogar meinen. Oh, das ist schwierig jetzt, ne? Machen wir. Wir haben gute Schwerter. Den machen wir den Triebwechselbogen weg. Ist der Bumerang weg? Der hält weniger aus als Königsschwerter auf jeden Fall. Die brauche ich auch noch für den Wächterkampf mal. Das ist gut zu wissen, dass wir die drei haben. Die würde ich auch alle behalten wollen. Es ist schwierig. Ich finde alle Waffen extrem geil, aber so ein großer ist einfach stärker. Und hält bestimmt auch übel viel aus. Aber der Meteorstab, den mache ich wieder weg, sobald die Gelegenheit dazu da ist. Aber momentan kann man ihn ja gebrauchen. Dann machen wir den Triebwechselbumerang weg. Er ist zwar sehr stark, aber wir haben ihn auch schon, glaube ich, ein bisschen im Kampf verwendet. Auch noch nicht fotografiert. Ist ihm auch getan und wir nehmen das Mushin-Großschwert mit. So viele Großschwerter inzwischen. Aber die sind halt einfach so stark. 50 Schaden ist sowas von genial. Von der Kronstärke her. Beeindruckend, dass wir so eins mitnehmen dürfen. Vor allem, wenn links so ein Schwert bei sich trägt am Rücken, dann ist das ja langsam und schleppt übel. Aber die alle in die Tasche zu packen, keine Ahnung, wo er die hinpackt, by the way. Das ist kein Problem für ihn. Gut. Meine Vermutung mal, dass wir über diesen Weg reinkommen und schauen mal an, was wir machen müssen. Das war doch klar. Es gibt ja nur eine Möglichkeit. Entweder von oben
oder halt über diesen Tunnel. Und ja, man kommt über den Tunnel hinein. Ich werde jetzt mal ganz, ganz fix unsere Kletterausrüstung anziehen. Wir haben ja die komplette. Da frieren wir jetzt. Also schnell klettern, Link. Nicht so viel Schaden bekommen. So viel springen möchte ich noch nicht. Sonst schaffen wir es nicht. Wobei wir haben einiges an Energie. Wir sollten uns einen oder anderen Sprung mal ruhig mal wagen. Aber so ein bisschen Schaden nehme ich entgegen, wenn er nicht, nicht nachgibt dadurch. Nee, gibt er nicht. Sehr gut. So. Okay, ich komme auf jeden Fall schon mal rein. Aber ich glaube, da war gerade eine Absperrung davor. Schade. Wir geben uns wieder unser stärkstes Equipment. Klar. Zur Verteidigung her. Nein, hier ist nur ein Ritterbogen. Hier kommen wir nicht durch. Hier über den Weg kommen wir nicht durch. Dann müssen wir von ganz, würde ich jetzt, wenn wir schon auf dem Weg sind, nach ganz oben gehen wollen. Zack. Das ist nämlich nicht mehr so weit. Das schaffen wir auch nur noch, auch noch ohne Kletterausrüstung. Hier haben wir einiges zu schleppen. Wir gucken mal von ganz oben, ob wir von ganz oben da irgendwie reinkommen können. Ansonsten muss es irgendein Untergrundweg sein, den wir noch folgen. Aber die, dass die Exalfa sicher sind, ist schon mal ein gutes Omen. Heißt, wir sind schon mal auf dem richtigen Riecher. Da unten kommen wir jetzt nicht rein, was ich gedacht hätte eigentlich. Weil, das die einzige Verbindungsmöglichkeit gewesen wäre. Gucken wir einfach mal. Vielleicht kann man ja von oben erkennen, wie wir da reinkommen. Mein erstes Ziel ist wirklich erstmal nur, den Schrein zu erreichen. Alle anderen Sorgen gebe ich mir später. Wie wir die Kisten bekommen und. Man kann auf jeden Fall von oben reinfallen. Ja. Aber es ist auch ein bisschen lost, oder? Ja, ja, das ist abgeschlossen. Hier ist einfach nur eine Kiste hier oben. Über dem Schrein. Machen wir auch ganz schnell auf. Ich will nicht alle Kisten mitnehmen. Oh, guck mal, ein Diamant. Aber diese Labyrinthe haben halt sehr guten Stuff. Ich würde da auf jeden Fall auch mal bald im Permadeath Run mal hingehen. Witzigerweise gibt es hier keine Wächter, wie in anderen Labyrinthen. Das ist halt wirklich sehr, sehr interessant. Hier unten, da waren wir schon. Das war, glaube ich, der Anfangsbereich, dass wir da drum rumgelaufen sind. Also ist auf jeden Fall sowas abgesperrt. Wir kamen ja von dort. Da war auf jeden Fall hier irgendwas davor. Wir gucken jetzt einfach mal ganz, ganz kurz, wo die Absperrungen sind. Und gehen genau auf die andere Seite. Hier war eine Absperrung. Wir gehen jetzt auf jeden Fall von hier auf die andere Seite. Wir gucken mal, ob hier irgendwo ein Eingang ist. Da ist auf jeden Fall alles zu und da ist ein Auge. Sehr gut. Das Auge versuche ich zu snipen. Wie wir dort landen können. Falsch getimt. Wir müssen näher ran. Hier ist gut. Killing. Was geht jetzt kaputt dadurch? Ist hier alles kaputt jetzt? Oder was geht jetzt kaputt? Ja, also hier ist einiges kaputt gegangen jetzt. Sehr gut. Auch hier ist zu. Aber es ist alles kaputt gegangen hier. Verbindung auch hergestellt. Das Auge war auf jeden Fall nur erreichbar, wenn man von oben kommt oder halt einen anderen Weg entlang geht. Aber ist aber auch kein Cheaten. Du kannst ja klettern. Und ich könnte das natürlich nie im Leben. Ich müsste das Labyrinth normal laufen, wenn ich hier lang laufen müsste. Und wenn ich klettern müsste, würde ich es nicht packen. Eine weitere Kiste. 300 Rubine. Alter, die Belohnungen sind so krank. Die sind wirklich richtig heftig drauf. Sehr schön. Dann sind wir jetzt wieder hier. Hier ist jetzt wieder die Schranke. Nur die andere Seite davon. Also was sind wir doch jetzt hier eigentlich? Gerade erst gewesen oder etwa nicht? Das war doch jetzt hier, oder? Also wir waren gerade von der Verbindung gekommen. Wir waren genau bei der Verbindung, aber ein anderer Etappenbereich, glaube ich. Weiter hinten war das. Wir waren dort. Wir waren hier jetzt gerade. Und jetzt gucken wir uns weiter um. Was ist der Weg hier? Führt er uns wieder? Ja, der führt uns wieder zu dem Weg zurück. Okay. Lohnt sich das, ist die Frage. Wenn wir jetzt hier bleiben, passiert eh nicht viel. Wenn wir jetzt in die Richtung langlaufen, wir sind jetzt wieder im Hauptbereich. Also eigentlich haben wir nichts gekonnt. Wir müssen jetzt irgendwie gucken, dass wir diesen Weg reinfinden. Das ist die Frage der Fragen. Hier ist aber wirklich irgendwas. Guck mal, da kann man doch irgendwie rein. Irgendwie kann man da rein. Die Hauptfrage ist nur, welchen Weg können wir jetzt noch gehen? Wir waren jetzt dorthin in der Ecke. Da war eine Kiste. Ich glaube, es ist gar nicht mal dumm, die Ecken abzuklamüsern. Nördliches Irrschloss. Die heißen sogar alle Irrschloss. Also nochmal dorthin zu gehen, ist auf jeden Fall nicht falsch. Und dann von dort aus weiterzugehen. Das machen ist unser Plan jetzt, okay? Ich würde sagen, das überspringe ich ganz kurz. Wir sehen uns auf jeden Fall an der Stelle wieder, wo wir gerade eben waren. Aber davor gucken wir nochmal ganz, ganz fix bei der oberen Grenze hier entlang. Ich wollte jetzt nämlich hier so lang laufen. Jetzt bin ich aber erstmal, habe ich mich entschieden, nicht hier lang zu laufen, sondern hier oben einen Abstecher zu machen. Und hat sich gelohnt? Denn hier meine Kiste. Und ich glaube, bei jeder Ecke gibt es eine Kiste. 5 Eispfeile. Sehr gut. Dankeschön. Aber es ist nicht alles. Wir haben hier bei diesem Balken auch die Möglichkeit, im Vergleich zu der Stelle hineinzulaufen. Und ja, mal gucken, ob ich hier weiterkomme schon. Wir können ja nicht ohne Grund hier unten lang laufen. Mal gucken. Ja, okay, das war nur... Ah, nee, jetzt sind wir in dem inneren Distrikt, kann man sagen. Meine Frage ist allerdings, was bringt mir das? Ja, das ist ja nicht ohne Grund hier, dieser Teil. Ist hier alles abgeschlossen? Ich kann es nicht gerade... Ich kann es mir gerade nicht vorstellen. Kann man oben wieder reinklettern? Oh Gott, ich versuche nach oben zu gucken, bringt überhaupt nichts. Warum ist das hier? Meine, warum kann man hier reinlaufen? Das ist ja wie so ein... Wie auf der anderen Seite, genau. Ich glaube, dass der Eingang hier sein wird. Weil hier, oder hier die beiden Dinger, aber ich glaube, wir müssen einfach mal in die ganzen inneren Sachen reingucken und uns mal erkundigen. Hier ist auf jeden Fall schon mal gar nichts. Also ich kann auch ruhig die Wände entlang gucken und schauen, ob hier irgendwo ein Tunnel ist, der uns irgendwo reinführen kann, wenn der Weg wirklich wieder zum Klettern ist, was echt böse wäre. Aber ich sehe gerade keine Möglichkeit, hier irgendwas zu machen. Also ich verstehe nicht, warum das hier ist. Ich meine, warum kann man dort
sogar so ein bisschen schwindlig sogar. Ist ein bisschen später schon wieder. Deswegen ist er einfach schwindlig. Nur deswegen. Ich sehe gerade aber nichts. Nö. Das ist einfach nur der Punkt. Okay, dann laufen wir jetzt wirklich zu dem gelben Licht und von da aus weiter bis hier oben und gucken da unten rein. Wir sehen uns einfach beim gelben Licht wieder. So, zurück sind wir schon einmal. Wir laufen nun den Weg ganz entspannt weiter. Eine starke Exile-Lanze. Finde ich schlecht, aber noch in Ordnung. Ich höre auf jeden Fall weitere Gegner, also sind wir hier schon mal nicht falsch. Bevor wir jetzt aber wieder zu doofe Abkürzungen und Wegänderungen gehen, möchte ich nur mal kurz schauen. Okay, warte mal, das ist auch ein komischer Schacht. Warum ist das hier? Da hoch kannst du, aber da oben ist nichts, also lohnt sich nicht. Man kann einfach nur hier unten halt geheim reinfallen. Gut, haben wir uns gehört? Ah ja. Okay, können wir ihn überfallen noch, wenn wir jetzt richtig schnell angreifen. Ich will den nochmal um, dreh dich wieder nochmal um. Komm, dreh dich um, ich will dich überfallen. Was? Komm her. Aber wie schnell der unterwegs ist, wie hat er uns auch überhaupt gehört? Okay, das ist gesehen. Ja, kann ich nicht umgehen. Aber ich muss sie alle ausschalten, es geht ja nicht anders. Irgendwann hast du den Lanzenkrieg. Alter, Gegner sind getroffen, nicht schlecht. Gut, wir werden halt weiterhin einfach draufhauen, klar. Also gut, das geht, können wir nehmen, das Muschel in Großstadt direkt mal mit rein. Haben wir nicht um den Grund bekommen. Das sind immerhin, das sind ja Schwarze, da müssen wir aufpassen. Einfrieren und damit, zack, den Rest stechen wir ihn wieder. Perfekt, genauso muss das laufen. So schnell ist er besiegt, so ein Schwarzer. Da kann man wirklich ohne Sorgen spielen. Ich hoffe echt, dass ich das auch hinbekomme, wenn wir Permadeath weiterspielen. Ihr seht schon, das ist mir sehr wichtig, weil ich möchte auf keinen Fall mehr sterben dort. Aber das Risiko ist einfach zu groß. Auch wenn ich mit Mifas Gebet mache. Gut, an der nächsten Gang gekommen. Hier ist noch ein Gang hinein. Das, bringt uns nicht viel. Hier ist einfach nur ein kleiner Leuchtstein versteckt in der Ecke. Keine Ahnung, warum der hier ist. Ich hoffe echt, dass es einfach so ein random Gang weiter oben ist. Das wäre so richtig asozial, wenn wir das machen würden. Aber momentan sieht es gut aus, ja. Das Licht können wir aufheben. Unsere nächste Markierung wird nun das hier sein. Das nächste Ende des Labyrinths. Ich gucke mal ganz kurz hier unten noch rein. Vielleicht ist da noch eine Kiste. Immer mal so ein kleines Auge drauf werfen. Ein kleines Äuglein drauf werfen. Ich sehe auch gerade hier wieder einen eingeschlossenen Raum. Zwei, um ehrlich zu sein. Mal gucken, ob wir da irgendwie hinkommen können. Weil klar, sobald sich über uns eine kleine Brücke befindet, kann man, sieht es ja schon so aus, als wäre das eine Wand, obwohl das ja keine ist. Ja, wenn jetzt hier zum Beispiel hier über mir ein Block wäre, sieht man natürlich von der Vogelperspektive natürlich hier eine Wand, obwohl da keine ist. Das ist das Problem. Deswegen muss man immer genau gucken, wie ich hier reinkomme. Erstmal gehen wir diesen Weg entlang. Das ist nämlich falsch. Und deswegen gucken wir erstmal nach, ob hier noch was ist. Systematisch alles raussuchen, dann sind wir gut unterwegs. Aber ich glaube, hier werden wir Pause machen müssen bald. Den Schrein kriegen wir nicht rechtzeitig, glaube ich. Ja. Wir kommen jetzt hier nach unten. Hier kann man rein. Hier kommt man rein in diesen Kasten. Auch das ist wieder nur eine Brücke nach oben, nehme ich mal an. Ja, man kann über den Kasten ganz entspannt hier reinkommen. Was aber nicht die Mission ist. Ich denke mal, die andere Seite wird das gleiche beweisen. Bevor ich jetzt weitergehe, hier unten ist eine Sackgasse. Wir müssen systematisch alles ausgrenzen, alle Möglichkeiten durchgearbeitet haben. Man muss hier mit der Karte arbeiten, das ist klar. Gut, dann sieht es schon mal nicht schlecht aus. Wir sind hier jetzt, da oben war nichts mehr. Das war, ist genau gleich aufgebaut wie alle anderen Enden. Mit diesen beiden Seiten, rechts und links. Und einem Weg hinein. Irgendwo, auf einer Seite wird es wahrscheinlich dann einen Weg hineingehen. Zuerst nehmen wir uns aber die Kiste entgegen, die hier oben ist. Wir haben nämlich jetzt die Kiste hier schon. Und hier schon, dann ist es die letzte, die uns noch fehlt. Und dann haben wir hier aus allen Ecken alle mitgenommen. Und schon viele Möglichkeiten auf jeden Fall durchstriffen. Hier gibt es immer 100er. Schön, dass es da einfach so random so ein 300er einfach auf dem Weg gab. Und hier einfach immer 100er ist bei so einem Hauptpunkt des Labyrinthes. Hier können wir auch rein. Und wieder einmal ganz kurz gucken, was für Positionen sich hier befinden, in dem X. Und hier kann man auf jeden Fall weiterlaufen. Zumindest auf der linken Seite, was auf der anderen Seite nicht möglich war. Dem Ruf folgen wir. Ich gucke aber auch wieder hier einmal ganz, ganz kurz, ob auf allen Seiten etwas vorzufinden ist. Nein, sieht ganz stabil aus. Sehr schön. Dann hier mal kurz gucken. Nein, aber hier eben die Besonderheit ist, es führt ein Weg hier lang. Und dieser Weg wäre über diesen Weg auch erreicht, zu erreichen zu wissen. Warte mal. Nee. Guck mal, das ist ein innerer Weg. Ich glaube, jetzt haben wir es gefunden. Weil der Weg, den wir jetzt gehen, ist ja nicht hier. Das ist auf die andere Seite. Und das führt uns wieder genau zum Hauptkanal, wo wir hinwollen, um, ja, zum Schrein zu kommen. Vielleicht schaffen wir es noch in diesem Part. Umschauen, ob irgendwas ist. Genau an den Wänden gucken. Ich habe einmal so einen Gang gesehen in der, weiter oben. Deswegen gucke ich mich jetzt genau um. Das Labyrinth ist bestimmt sehr gerissen. Nochmal sehe ich, ich höre auf jeden Fall etwas vor mir. Aber es sieht gerade sehr, sehr, sehr gut aus. Wir können uns nicht mehr verlaufen eigentlich. Wobei, es ist hier noch eine, es gibt noch eine andere Seite hier. Jetzt wird es offiziell verwirrend. Hoffentlich ist es nur ein ganz kleiner Block hier. Ja, sieht aber momentan nur so aus, als wäre das nur ein Block. Kann man hier irgendwo rein? Kann man nicht, aber ich höre noch was anderes. WTF. Okay. Hier geht es nicht weiter. Es geht nur den Weg hier lang. Sehr gut. Wir sind immer ausgrenzt. Immer die Sackgassen zuerst laufen, um auszugrenzen, um nicht wieder zurückgehen zu müssen. Hier leuchtet irgendwas durch.
Und ich höre irgendwas ganz, ganz komisches. Warte mal, was ist das für ein Geräusch? Das kommt mir gar nicht bekannt vor so. Gut. Das scheint... Also, wenn das jetzt hier nicht der Weg ist, dann weiß ich auch nicht, was hier los ist. Ja, doch, 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 doch. Schaut sich das einer mal an. War grister als gedacht, aber wir haben es in die Part geschafft. Hier ist die Leiter, die uns nach oben bringt. Das müssen wir entlang gehen und lange wird es nicht mehr dauern. Da unten sind viele... Ach, hier, guck mal, da sind viele Elektro-Slimies drin. Okay, sehr, sehr viele. Da müssen wir bestimmt rein. Also, es gibt mehrere Wege. Wir können jetzt hier nochmal runterspringen, klar. Wir können hier nach oben gehen. Jetzt die Frage, ist das der Weg zum Schrein? Das, meine Freunde, scheint der Weg ins Innere zu sein. Ja, wir sind angekommen. Es gibt anscheinend mehrere Wege. Kann man hier noch irgendwo rauskommen? Ja, da oben ist noch ein Weg gewesen. Ich sehe jetzt mal einer, der einfach reinfallen könnte, oder? Warte mal. Was ist das Moos? Was bedeutet das Moos hier? Kannst du mir jetzt nicht sagen, oder? Okay, warte mal, es gibt noch einen anderen Weg. Man kann... Okay, okay, okay. Ist egal, ist egal, ist egal. Wir gehen jetzt mal ganz kurz zurück. Die letzte Sache, die ich machen möchte, bevor wir dann im nächsten Part uns den Schrein, an dem Schrein wagen werden. Ich möchte mal ganz kurz gucken, was die Elektroschleime da so in diesem kleinen Bottich da versteckt haben von mir. Da muss ja auch irgendwas sein, sonst wäre das ja nicht dort. Es geht nur noch diesen Weg. Wir killen die alle, so gut es geht. Zack. Passen. Großer Elektroangriff. Alle erledigen, so gut es geht. Guck mal, die greifen, die sind sogar überleitend jetzt zu anderen Elektro-Items. Das gefällt mir. Zack. Die anderen besiegen wir manuell. Hat ja sehr gut funktioniert. Alles sind ja viele. Oh Gott. Kann ich mich überhaupt an? Okay, das ist gefährlicher als gedacht. Wir nehmen mal, versuchen mal eine außerplanmäßige Waffe zu nehmen. Aber ich habe nur noch Metall. Das ist scheiße. Ist das auch dazu? Kann man das einfrieren? Kann man nicht. Sehr gut. Okay, jetzt haben sie sich entladen. Jetzt komm, angreifen, Link. Greif an, bevor sie sich wieder aufladen. Okay, sehr gut. Also, ob ich nochmal von etwas getroffen wurde. Die Schleime sind noch aufgeladen hier. Ach ja, wenn man die angreift, klar. Alter, hab ich viel Schaden bekommen. Das war riskant. Ich hätte ja Bomben verwerfen sollen. War mein Fehler. Na gut, dann essen wir mal ganz, ganz fix hier unser Lebensspieß. Oder? Oder? Ja. Nö, nö, nö. Oder? Ah, nee. Ich hab noch genug geschmortes. Gebratenes vor allem. Das reicht. Gut, ganz schnell wieder unsere Feuersachen wieder mitnehmen. Und unsere Items wieder aufheben, wie den Schild zum Beispiel. Die Lanze, die wir fallen gelassen haben durch den Elektroeffekt. Ganz, ganz vorsichtig. Ich finde es aber cool, das habe ich gerade nicht gesehen, dass die, wenn so ein Elektroschleim neben einem anderen steht, dass dann, oder neben diesen normalen Schleimklößchen steht, dass dann wirklich das anfängt zu brennen. Es hat sich zu übertragen elektrisch. Das finde ich ziemlich cool. Gut. Zu guter Letzt machen wir noch das hier auf. Das wird ja nicht ohne Grund dort sein. Was für eine Special Deluxe Kiste haben wir hier? Klar, sie ist ein bisschen auffälliger, weil das zum Hauptweg führt, aber wir werden reichen mit einem starken Schild. Schön, dass wir mitnehmen können. Dann werden wir dafür unseren starken Exalschild liegen lassen, damit wir dieses, damit wir schön den Kontrast haben. Auch wenn der andere Schild schlechter ist als der starke Exalschild, finde ich es einfach schön, diesen Waldschild noch bei mir tragen zu können. Wobei, nein, komm, wir lassen den liegen hier. Wir haben die ganzen Sachen noch von dem Wald der Crocs. Und weil, wenn wir hier schon den Waldbogen liegen gelassen haben, dann können wir auch wenigstens hier, oder in der Nähe zumindest liegen gelassen haben, dann können wir wenigstens auch hier in dem Gebiet, zumindest im Hebra-Gebiet, auch unsere anderen Waldsachen liegen lassen. Super. Gut, dann gehen wir jetzt nochmal schnell zum Schrein zurück. Es gibt auf jeden Fall einen zweiten Weg, der noch hineingeführt hätte. Ich bin mal gespannt, ob das ein offizieller Weg gewesen wäre oder ob man da, ob das einen Ausgang darstellen soll. Aber ich glaube, der Weg hier mit der Leiter ist der originelle Weg gewesen. Schön, dass wir den gefunden haben. Wir sind halt nicht so viel geklettert. Wir sind nur einmal geklettert, um halt oben die Kiste mitzunehmen. Dann werden wir im nächsten Part das Irrschluss abschließen. Wir werden den Schrein hier machen. Wir werden den Weg hier oben lang gehen. Wir werden also auch direkt hier oben bleiben, um es nicht zu vergessen. Am besten mit der Sicht nach oben. Weil ich werde nicht vergessen, dass da der Schrein war nach einem Tag. Auf keinen Fall, nach zwei Tagen ebenfalls nicht. Wir werden also im nächsten Part den Schrein hier machen. Bin mal gespannt, was wir hier bekommen werden. Wir werden uns alle anderen Kisten im Irrschluss noch zusammengeschnitten holen. Und werden uns dann auf den Weg zum Juglanoberg begeben. Und natürlich zu dem roten Licht. Dann geht es nur noch über das Habanerfeld weiter. Hier hinein. Und dann gibt es den Ausweg über das Feld. Und dann geht es schon zum dritten Titan, Leute. Also noch zwei, drei Parts. Werden wir noch hier in Hebra sein. Noch ein klein wenig Geduld bitte ich noch. Und dann geht es auf jeden Fall zum nächsten Gebiet, Leute. Wenn euch ein paar grundsätzlich gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall ein Like da. Wenn ihr keine weiteren Parts von diesem schönen Projekt passen wollt. Auf jeden Fall ein Abo da lassen. Hier gibt es neben dem Spiel Breath of the Wild noch andere Let's Plays. Sogar nicht mal von Nintendo welche. Auch andere wie Ori and the Rift. Du wirst es momentan. Und Livestreams jeden Tag wegen Corona-Fällen. Ansonsten zwei, drei Mal in der Woche. Hier gibt es auf jeden Fall ordentlich Nintendo-Content. Und nun würde ich sagen, habt noch einen schönen Rest. Und einen schönen kommenden Tag. Bis zum nächsten Part. Ciao, meine Freunde.